Und damit willkommen zurück zum amerikanischen Bürgerkrieg von Civil War Secret Missions. Und wir müssen immer noch irgendwelche... Ach, das ist einfach eine Spencer Rifle. Wir müssen irgendwo noch irgendwelche verwundeten Soldaten finden. Hier hat ein Zelt hat angefangen zu brennen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Vielleicht auch nochmal unter dem Turm oder so? So, ich möchte mich die Bonusobjekte gerne machen, denn das Spiel hat ein relativ interessantes Skillsystem. Und dieses Skillsystem würde ich dann auch gerne ausprobieren. Aber ich glaube, hier geht es schon weiter. Ach, ich mache einfach weiter. Nasentier sagt, egal. Die hebt schon irgendjemand anders auf. Dann machen wir hier weiter. Wir sind bewaffnet mit einem Yellow Boy, aka der Spencer Rifle. Und hier geht's weiter. Oh, der General! Nein! Wir haben doch so viel zusammen durchgemacht. Dear Lord, what happened? I don't know for sure. He's wounded. Someone shot him. Oh, Scharfschützen. He gonna survive? He's gotta survive. We need him. Oh, und wir hätten nur noch ein bisschen weiterlaufen müssen. So, krieg ich jetzt Skillpunkte. So, wir waren so, jeder dritte Schuss hat getroffen. Total Score. Das ist auch witzig, dass ich jetzt so einen Score bekomme. Okay, 21 Minuten. Ah, hätte ich in der letzten Folge noch machen können, aber wusste ich nicht. Okay, wie geht's weiter? Enter. Loading. Okay, Select Skills. Wir haben immer noch keine Skills Points. Wir haben immer noch keine Skill Points bekommen. Entschuldigt bitte die Probleme mit dem Sprechen. Zweite Aufnahme für heute. So, es geht weiter auf Easy. Und das hören wir uns nicht an, denn das ist kopierrechtlich geschützt. Bei dem Spiel haben die keine Probleme. Bei den Zwischensequenzen schon. Man, reports, the enemy has some sort of new weapon. And one of these guns was used in the attack yesterday and was damaged. Now our intelligence tells us it was moved to a farm nearby for quick repair. You need to capture that weapon and bring it to us. Otherwise, we're gonna be badly outgunned. Sind wir sowieso schon. Enemy troops are crawling all over this area. Good luck, soldier. Aber ich find's immer noch richtig komisch, dass wir Südstaatler spielen. Die Südstaatler sind ja eigentlich in der Geschichte immer die Bösen gewesen. So, mal gucken, was wir für eine geheime Waffe haben. Denn entweder gibt es eine Gatling Gun oder es gibt so eine Coffee Mill Gun. Ah, Nase sagt, ich soll zurück und in das Haus gucken, ob es da eine neue Waffe gibt. Da gibt es wohl irgendwas Neues. So, gibt es hier irgendwas Neues? So, hier, solche Spiele haben ja öfter mal ein Secret. Besonders mal hinter so Häusern. Aber hier sind Blockbushes, das heißt, hier können wir nicht durch. So, hier ist noch ein bisschen Munition. Dann haben wir wieder mehr von diesen Ash Ketchum-Granaten, also nur Ketchum-Granaten. So, hier unterbrücken eventuell. Leider nein, leider gar nicht. Das heißt, es geht einfach ganz normal weiter für uns. Oder hier den Fluss runter. Ach, das ist auch nur noch einmal Munition. So, und die Ammo ist voll. Das heißt, wir gehen einfach ganz normal weiter. Wir sollen wahrscheinlich hier weiterkommen. Oh, hier habe ich was Neues. Ein Pepperbox-Revolver. Sehr cool, das ist eine frühe Form von Revolver. So, wie wird er nachgeladen? Einfach das komplette Laufbündel wird ausgetauscht. Ah, ich glaub's ja nicht. Wie viel wenig Schaden macht der? Das ist noch eine alte Form von Revolver. Das ist sowohl ein Transporter als auch ein Mehrling. Das heißt, die Kammer wird transportiert. Wir haben allerdings auch mehrere Läufe. So viel zum Thema mehrschüssige Feuerwaffen. Und so viel zum Thema Killtime. Das waren 3 Schuss oder so. Und er tauscht jedes Mal einfach das komplette Laufbündel aus. In der Realität müsste man hergehen. Oh, das war knapp. Müsste man hergehen. Und müsste jeden Lauf neu stopfen. Und jeden Lauf einzeln nochmal mit einem Präkursionstütchen ausrüsten. Aber Präkursionstütchen scheint es hier im Spiel einfach gar nicht zu geben. Und es wird einfach, ja, das komplette Laufbündel ausgetauscht. Das wäre sehr schwierig. Alter, was ist das denn? Ich mache gar keinen Schaden. Habe ich so einen richtig starken Drop-Off oder was ist los? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 6, oder? Okay, der ist ja richtig, richtig unbrauchbar. Okay, ich nehme mal besser wieder die Henry-Rifle. Der macht aber richtig wenig Schaden. Und auf Entfernung dann noch weniger. Er ist ja richtig kacke. Okay, Checkpoint. Checkpoint gesetzt. Übrigens.
Habe ich im Aufnahmetest, also bei der Überprüfung der Aufnahme gesehen. Backe. So, besser mal Deckung nehmen. Dass für euch das Spiel extrem kontrastreich ist. Also für mich ist es nicht so kontrastreich. Für mich ist es quasi schon relativ sanft, was die Farben angeht. Ihr habt halt eine Aufnahme, die sehr, sehr kontrastreich ist. Keine Ahnung, was da passiert. Das ist auch ein sehr, sehr altes Spiel. Die lassen sich schon mal schwierig aufnehmen. Ich bin froh, dass ich es überhaupt aufnehmen kann. So, das Feuer verschwindet, wenn man genug Gegner tötet oder so. Oh, das war ein Gegner, hoppala. Ich bin so nicht dran gewöhnt, auf blaue Leute zu schießen, denn blaue sind normalerweise sonst immer die guten. So, was hatte ich denn hier? Colt Rifle hatten wir schon. Auch mittlerweile 3 Schuss. Colt Rifle. Da ist ein Sprengfass. Mal gucken. Ja, Mann. Auch explodierende Fässer müssen natürlich in einem Call of Duty Spiel drin sein. Was sind wir da auch immer wieder so Locations, wo ich denke, da könnte was sein, aber es ist auch einfach nur Colt Rifle. Und ich kann ja auch relativ selten mal flankieren. Jetzt kann ich gerade flankieren. Aber ansonsten ging das nicht so gut. Das war sehr, sehr schlauchig. Das heißt, das hier ist nochmal ein bisschen zurück, was die Call of Duty-Ära angeht. Da hat man dann noch keine gute Flankierposition. So, wo bin ich? Ich bin ein bisschen verfranst. Vielleicht bin ich ja einer der sächsischen Söldner, der Franz. Und zwar, ich meine, die Südstaaten, die hatten einige wenige deutsche Söldner auch mit dabei. Okay, er ist einfach feuerfest. Da oben ist einer. Ah, verdammt. Oh, mein Scharfschützengewehr ist weg. Okay, erledigt. So, und jeder Spieler weiß, hinter Wasserfällen sind geheime Waffen. Ich möchte mehr Waffen haben. Kann ich schwimmen? So. Was? Das wäre die perfekte Position gewesen für irgendwas. Irgendein Secret oder so. Ich hatte immer, und ich habe immer noch keine Skillpunkte. Das finde ich doof. No Rank. A Captain the Gatling Gun. Ja, habe ich richtig geraten. Gatling Gun. Natürlich geht es hier um die Gatling. Wahrscheinlich darf ich auch gleich selber schießen. Wie hau ich Leute? Auf V oder wo war das? Erledigt. Normalerweise war es immer VF. Ach so, natürlich ist G Granate werfen. Ach, X ist es diesmal. Okay, X ist Kolbenschlag. Okay, ich höre schon die Gatling. Ja, von wegen wird repariert. Die ist doch voll in Action. Nur ein Schuss? Was ist mit ihm los? Ich habe ein bisschen Angst vor der Gatling. Okay, da ist sie. Aber ich soll sie auch nicht beschädigen. Wahrscheinlich muss ich sie flankieren, sonst geht's nicht. Einmal hier bei den Zaun, bitte. Einmal hier bei den Zaun, bitte. Okay, unsichtbare Wand. Ich habe Call of Duty 1 Flashbacks mit dem MG42 in der Russenmission. Ich darf nicht über den Zaun. Gut, darf ich dann hier dran vorbei? Nein, darf ich nicht. Aber ich sehe einen. Ach doch, hier sehe ich ihn. So ein bisschen. Okay. Aber ich glaube, man hätte damals mit der Gatling auch nicht einfach auf ganz normale Soldaten gefeuert. Die Munition ist ja viel zu teuer. Die braucht man ja noch für die Feldschlachten, die Gatlings. Da war eine sehr, sehr teure Munition drin. Übrigens, hier in meiner Henry Rifle ist auch sehr, sehr teure Munition drin, übrigens. Weil das auch schon Patronenmunition ist. Mal gucken. Die werden nämlich auch gern wieder neu bemannt.
So, mal schnell hier auf die Aufnahmezeit gucken. Ich peile mal wieder so 20 Minuten an. Okay, erledigt. Erledigt. Komm hoch. Ach, verdammt, immer auf einen konzentriert bleiben. Am besten. So, schnell nachgesetzt, den nächsten Schuss. Remington-Revolver? Ein Remington-Revolver ist natürlich besser als die Pepperbox, die ich habe. Aber ich meine, das ist dann auch noch einer, obwohl Remington-Revolver kann ja viel sein, wenn der Tag lang ist. Aber es müsste, Era korrekt, müsste das. Welcher ist das? Ich habe keine Ahnung. So, ich nehme ihn einfach mal. Natürlich gedrückt lassen. Okay, das ist noch ein Präzisionsrevolver. Der macht aber auch kaum Schaden. 3 Schuss. Mal gucken. Okay, komplette Trommel ausgetauscht. War nicht anders zu erwarten. Wenn man schon ein ganzes Laufbündel austauscht, dann tauscht man hier auch ein ganzes Trommel aus. Eine ganze Trommel aus. Na komm. Da-da-da-da. Oh, ich wurde befördert zum Pionier. Sehr gut. Das ist eigentlich eher eine Aufgabe und kein Rang. Aber... Hauptsache, Hauptsache. Habe ich jetzt einen Skillpoint bekommen oder sowas? Okay, ich habe keine Munition mehr. Jetzt brauche ich so ein Munitionspäckchen, wo dann natürlich zufällig in diese Munitionspäckchen auf einmal genau die Munition drin ist, die ich brauche. Okay, ausgeschaltet. Was muss ich noch machen? Spencer Rifle. Ah, okay. Die sind nachgefüllt worden. Die Yankees sind nachgefüllt worden. Nee, das ist doch einer von meinen, oder? Der ist blau. Lass mich raten, das sind eigentlich die Gegner, die ich mit der Gatling töten soll, oder? Okay, da hat jemand ein Bajonett. Das ist noch einer. Oh Gott, der ist geboxt worden. Noch mehr davon. Aber ich glaube, ich muss an die Gatling. Ich glaube, das ist wirklich so gedacht, dass ich jetzt dann an der Gatling bin. Nee, ich kann zur Gatling einfach... Doch, kann ich. Doch, kann ich. Doch, kann ich. Wo habe ich denn? F. So, ich verballer hier natürlich die richtig... Exit Code. Ich verballer jetzt natürlich die richtig teure Munition hier. Denn die Nordstaaten könnten die Munition einfach nachproduzieren. Die Südstaaten könnten diese Munition hierfür wahrscheinlich nicht so richtig gut nachproduzieren. Und ich schieße auch immer sofort. Was muss ich denn machen? Capture the Gatling Gun. Ja, habe ich gemacht. So, hier ist noch Munition. Die möchte ich dann aber haben für den Revolver. Ach so, das ist wieder so ein Bild. Ich kenne den Typen natürlich nicht, leider. Okay, die habe ich. Das war ein Bild und keine Munition. Dann springen wir hier mal drüber. Spencer. So, ist das was Neues? Sharps. Genau, das ist jetzt der Sharps Einzellader. Der sieht fast so ein bisschen so ähnlich aus wie Spencer. Das ist ein Vertikalblockverschluss. Auch wieder mit fehlendem Präkursionszündhütchen. Und zwar, wenn ich die nachlade, wird dann hier dieser Block abgesenkt. Dann eine Patrone rein. Rauf und dann wird noch der Hahn gespannt. Eigentlich müssen wir noch ein Präkursionszündhütchen da rein tun. Wahrscheinlich ist das jetzt eine Waffe, die jetzt ein bisschen mehr Schaden macht. Dafür allerdings dann auch ein Einzellader ist. So, ich hatte erwartet, dass sie dann eher Springfield-Gewehre haben. Also Springfield 1861 oder schon 65 auch. Okay, hier ist dann... Was muss ich denn jetzt noch machen? So, ich hoffe nicht, dass sich hier irgendein Trigger verschluckt hat oder so. Genau. Ja, die verwechsel ich die ständig. Das ist jetzt die Spencer. Und das ist die Sharp. Das eine ist ein Mehrlader mit einem Magazin im Schaft und das andere ist halt ein Einzellader. So, die heißen auch sehr, sehr ähnlich. Hätten die sich nicht bessere Namen ausdenken können? Meme. Was muss ich denn machen? So, muss ich da oben hoch oder so? Okay, ich soll zu ihm gehen?
So, ich sehe den Stern. I can't die here, damn it. Okay, die gehen hier in Deckung. I like the way you shoot. Okay, die bewegen sich immer so von Platz zu Platz. Stay alert. Hm? Ich kann hier rein, ich kann hier raus. Nee, auf Vögel-Cuties schießen wir nicht. Ich glaube, das Skript hat sich irgendwie vertan oder so. Stay alert. So, was sein kann, ist natürlich, dass das Skript falsch abgelaufen ist. Dass ich halt wirklich alle Gegner hätte mit der Gatling Gun töten sollen. Oder ich verpasse hier irgendwas anderes. Okay, Nase sagt, wir machen das am besten so. Und zwar Load Last Checkpoint. Okay. Und versuchen das Ganze nochmal und hoffen diesmal auf ein wenig mehr Glück. Okay, ich muss das alles nochmal machen. Okay, aber diesmal weiß ich ja, wie es geht in etwa. Schnell hier rüberlaufen. Okay, ich kann leider nicht unendlich sprinten. Und von hier aus kann ich ja. Ah, ich habe das Scharfschützengewehr nicht mehr. Den Schützen ausschalten. Da sehe ich noch so ein bisschen ein, aber der ist hinter einer Wand. Welche, die ich von hier machen kann, die mache ich auch von hier. Ich weiß nicht, ob der kaputt ist. Jetzt müsste. Und die sind fast schon zu klein, um die zu treffen. Da ist er schon wieder, Alter. Kann man nichts dagegen machen? Runter von meiner Gatling Gun. Wenn man geschickt ist, kann man zweimal schnell hintereinander schießen, aber der da ist hinter einer Wand. So, aber das Wichtige ist, dass wir den Gatling-Schlüssel ausgeschaltet haben. Wonach heißt es jetzt hier von vorne rein? Oh, das sind noch ein paar viele. Ah, alles nochmal machen, ist ein bisschen frustrierend. Aber wenn man gut zielt, was ich nicht kann, kann man die ausschalten, auch wenn die in Deckung sind. Wie viel nimmt er denn? Okay, den habe ich sogar getroffen. Ja, so sieht das immer gut aus, so zwei Schuss. Ich finde die Waffendarstellung nicht ganz so gut, denn ich finde, man hätte hier auch Waffen reinbringen können, die ja noch ein bisschen mehr Schaden machen. Also man hätte dafür sorgen können, dass der Spencer zumindest mehr Schaden macht. Okay, das ist so ziemlich der Wichtigste. Erledigt. Ah, nochmal befördert. Ach ja, ach nee, das ist nochmal die gleiche Beförderung. So, jetzt mache ich genau das, was die sagen. So, selbstständig denken wird überbewertet. Einfach schnickschnack, einfach zu Gatling. Jetzt kommen die ganzen mit den Gewehren. Okay, das ist noch einer von mir. Der guckt noch so ein bisschen die... Da ist noch einer. Genau, jetzt wird das getriggert, dass die vielen kommen mit den Gewehren. Boah, ist das laut. Ah, ich sehe dein Bayonett.
Hallo? Bitte nicht nochmal das gleiche, wenn es geht. Hallo? Okay, ich soll Gatling-Munition finden. Das ist optional. Und hier seht ihr so ein bisschen, wenn ihr hier unten guckt, der Boden, den kann man so ein bisschen durch das oberste Rohr und durch das rechte Rohr sehen. Kann man so ein bisschen den Boden sehen. Und hier kann man jetzt den Himmel sehen dadurch. Lel. So, ich soll Gatling-Munition finden. Das ist zwar optional, aber ich glaube, ich muss das machen. Denn vielleicht kommt hier sonst keiner mehr. So, Gatling-Munition. Das war so ein Bild von so einem komischen Dude. Stay alert. Hä, Moment. Oh, der hat seine Flosse so komisch in der Jacke. Wahrscheinlich Freimaurer. So, hier oben ist nichts. So, das ist hier wirklich die Nadel im Heuhaufen. So, wo könnte Gatling-Munition sein? Wahrscheinlich in einem der Häuser. Das sind einfach nur Lichtreflexe. Das ist keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist so ein Aufstellding zum Strohtrocknen oder so. Bin ich ganz sicher. Hier ist alles voller Waffen. So, dann machen wir mal hier die Diablo 2 Taktik. Einfach die ganze Zeit am rechten Rand langlaufen. Das ist einfach wieder so ein Rad. Ah, hier. Box, one left. Okay, dann war das wahrscheinlich eine Box. Gut, wenn die da ist, ist die andere wahrscheinlich auch noch irgendwo anders. Also auf der anderen Seite irgendwo. Die sind ja meistens nicht direkt nebeneinander, also das Spiel möchte schon, dass man ein bisschen sucht. Ah, hier scheint sie zu sein. So, jetzt habe ich allerdings dieses Objekt fertig. Jetzt muss ich allerdings noch die Gatling Gun capturen. Das, wo ich eben dran gescheitert bin. Wie capture ich die denn? Capturen heißt ja in Besitz nehmen. Das Missionsziel mit der... Ach, das ist einfach nur Spencer Rifle. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas. So, was... Wie geht's denn hier weiter? Übrigens sagt das Nasentier gerade, das Spiel ist auch nicht gepatcht und manchmal kommt ja sowas vor, wenn Sachen nicht gepatcht sind. So, Sharps Rifle. Hier war ich auch schon. So, und ich sehe, dass die 20 Minuten voll sind. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Dann werden wir offscreen noch ein bisschen gucken, ob wir vielleicht nicht doch noch was finden. Dann würde ich sagen, falls euch dieses Kuriosikum hier gefallen hat, könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren. Das wird nicht das letzte kuriose Spiel sein, was ich spielen werde. Dann könnt ihr hier ein Video von einem anderen Kanal gucken. Dann könnt ihr hier ein Video von meinem Kanal gucken und noch ein Video von meinem Kanal gucken. Dann denkt an die Fütterung des werten Algorithmus-Tierchens mit Likes, Kommentaren, Teilungen, Ansichten auf Fernsehen und dem Herunterladen meiner Videos auf eure Rechner. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten.